Bild.de präsentiert Stand-Up-Comedian und Parodist Matze Knob in Knobs Kultliga. Hallo, ich bin Huub Stevens. Ich bin der Trainer vom FC Schalke 04. Und ich bin sauer. Ich bin sauer, dass wir das Spiel gegen Dortmund verloren haben mit 2-0. Ich bin so sauer, ich kann morgen früh beim Frühstück kann ich die Eier mit meinem eigenen Gesicht abschrecken. Was lese ich denn da? Dortmund hat gewonnen gegen Schalke? 2-0 Derby-Sieg. Ah, geil. Ja. Hallo Bild.de. Ja, ich bin's, der Kloppo. Beim Spaziergang ein bisschen runterkommen von Samstag. Na, wir haben das Spiel schon nicht gut angefangen, weil an dem Tisch beim Mittagessen ist ein Tumult ausgebrochen, als der Uchida dem Fuchs mit dem Zahnstocher in die Schulter gepikst hat. Ja, Schalke geschlagen, Bayern geschlagen. Wenn wir jetzt noch Gladbach schlagen, dann sind wir eigentlich schon wieder deutscher Meister. Das ist ganz gut für Susi Zorc, der kann dann die Meisterschale bei sich in der Wohnung stehen lassen, weil seine Frau benutzt sie jetzt als Unterteller für die Weihnachtsplätzchen. Das Mittelfeld von dem FC Schalke 04, was normal ein hervorragendes technisches Fußball spielt, das war in der ersten Halbzeit nicht im Bilde und in der zweiten Halbzeit war es schon im Bus. Der Hüb. Brutal. Nee, aber Lewandowski hat natürlich super Spiel gemacht. Geiles Tor. Dagegen war der Huntelaar vorne drin so brillant wie ein Strauß Wurst. Und hier. Der Baum da. Ja! So hat der Felipe Santana mit der Körperspannung. Der das 2-0 gemacht. Ganz ehrlich, den haben wir damals eingekauft als Tanztrainer. Ich wusste gar nicht, dass er so gut Fußball spielen kann. Na, die Südtribüne in Dortmund, das ist kein Fanblock. Das ist für mich das Wartezimmer für einen Psychologe. Und wenn der Wolfsburg weiter so Fußball spielt wie gegen Augsburg, dann müssen die auch mit der kompletten Truppe alle dahin. Ja, Bayern hat auch gespielt gegen Mainz. Verloren. Ja. Und Clemens Tönnies stand ja bei unserem Spiel im Schalker Fanblock und ist anschließend in Dortmund noch ins Kino gegangen, weil er gedacht hat, er wäre die ganze Zeit im falschen Film gewesen. Na, ich bin trotzdem sauer auf der Official vom DFB, weil der Schiedsrichter hatte nur eine gelbe Karte dabei und keine königsblaue. Das ist Parteilichkeit. Aber wir werden einen Einspruch erheben und dann gewinnt am Ende der FC Schalke 04 das Spiel am grünen Tisch. Jetzt Matze Knob als Fußballkommentator. Sebastian! Ja, cool, ja, wunderbar. Ja. Das ist unglaublich. Die Matze Knob Kommentator-App. Hol sie dir im App Store. Ja, das ist absolute Weltklasse.